Eine exotische Insel, eine spannende Schatzsuche und gefährliche Verbrechen. Nein, wir sind so fies, sind wir gar nicht. Nein, du bist fies, ich nicht. Ich bin sehr fies. Jede Menge Action, Spaß. Neue richtig tolle ein Leute. Abenteuer für die ganze Familie und vor allem auch ein paar romantische Szenen. Was ich schön finde, ist, man kann lachen. Spannung mit Humor. Ja, man sieht einfach, dass die Leute, die ihn gemacht haben, beim Machen schon eben eine Menge Spaß gehabt haben. Ich habe die Bücher ja auch schon früher gelesen und meine Tochter hat sie auch alle geliebt und alle Filme gesehen. Und ich finde, dass diese Verfilmungen auch wirklich immer sehr gelungen sind. Früher wollte man halt immer mit seinen Kumpels Abenteuer leben, ausreisen, irgendwo hin ohne Eltern sein. Und das schaffen die 5 Freunde auf jeden Fall ganz gut. Ich bin gespannt, was so passiert. Wir wünschen euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der Weltpremiere von 5 Freunde 3. Der Film war richtig schön. Aufregend, spannend, toll, ja, einfach fantastisch. Mir hat der Film richtig gut gefallen. Sie hat es auch richtig gut gespielt und ich finde es einfach toll. Ich fand ihn richtig gut. Also es ist der beste von allen 3 Teilen, fand ich. Alle Kinder sind auf uns zugestimmt, wir kamen gar nicht mehr raus. Wir mussten sogar durch den Hinterausgang gehen und ja, war echt groß. Es war toll, wie jedes Jahr.